Road to 6000 Gold. Ja, kein Witz, ich möchte mir 6000 Gold holen, denn am Testserver ist ein neuer Gürtel. Der Belt of Seal, beziehungsweise der Gürtel des Eifers. Ich weiß nicht, ob er so übersetzt wird. So heißt er jedenfalls. Was habe ich hier für einen neuen Begleiter? Ich komme leider gerade nicht auf den Testserver, aber der Gürtel ist auch verbuggt. Da sind so Screens im Umlauf. Plus 444 Schaden, plus 5000 kritische Trefferwertung. Da gibt es einen Fehler, dass der irgendwie falsch skaliert. Er sollte die Stats haben, wenn man ihn auf Level 1 ansieht und nicht auf Level 50. Ich schätze so, ganz kurz nur, ich habe ein paar aus Spaß und Freude Runspeed-Items angezogen, weil ich das ziemlich krass fand. Und besonders noch mit Reittier. Das geht schon ab, wenn ich hier in der Stadt herumlaufe. Das Spiel kommt gar nicht mehr klar. Das hängt hinterher. Ja, heftig. Ich versuch's, Moment mal. Nö, ist egal. Aber was ich heute machen werde, wie der rennt. Unfassbar. Ist mein Andermant ausgeben. Sehr viel davon. 20.000 oder so für Gold. 6.000 Gold wird der kosten. Wie gesagt, sorry, nochmal die Stats. Ich schätze so in etwa 30 Schaden. 30, 32. Dann 400 bis 450 kritische Trefferwertung. Und ein Damage-Buff. Des Eifers, also vielleicht, dass irgendetwas ausgelöst wird, der steht leider noch nicht dran, der ist verbuggt. Wie gesagt, der ganze Gürtel ist noch verbuggt. Eventuell kommt das Teil, wenn es kommen sollte, will ich vorbereitet sein. Und zwar mit Gold. Deshalb verspiele ich da ein bisschen was, hole mir Gold, werde dann auch, ich hoffe, in der Zeit ist dann schon, yeah, kaboom. Ja! Sauber! Ich meine, Zyanid, okay, aber trotzdem sauber, dankeschön. Das fängt doch mal gut an. Also, in der Zeit ist, hoffe ich, auch das Item Improvement Update dann schon da. Und dann werde ich sämtliche Würfel öffnen. Ich könnte die verkaufen, ich weiß, aber Leute, bitte macht nicht wieder den Fehler, dass ich 100-mal lesen muss. Was, Schilling? Verkauf die doch! Rechne 500 mal 100. Nö, das ist der gesamte Preis. Ein Würfel gibt 5 Gold. Und nicht ein Würfel 500. So, deshalb, oh, ich habe jetzt gar nicht, aber das ist egal, mir geht es nur um Gold. Ich habe jetzt gar nicht mein Inventar ausgeräumt, dass ich sehe, wie viel Tränke und so, ist jetzt egal. Mir geht es um Gold, ich will ganz viel Gold. Jawohl, und da fängt schon mal sehr gut an. Die Würfel werde ich nicht verkaufen, Leute, das wäre relativ dumm. Wenn man dringend Gold benötigt, okay, aber da können strahlende offensive Steine drin sein. Das wäre verrückt, wenn ich die verkaufe. Okay, mit Gold wiederum kann man hier setzen und dann vielleicht auch strahlende offensive Steine bekommen. Aber das 100 Würfel verkaufen, das sollte man echt nicht tun. Zur Not hat man da immer außergewöhnliche Items drin, die man dann für, keine Ahnung, 1,50 verkaufen kann oder so. Yay, Kleeblatt, Kleeblatt, Kleeblatt. Sehr schön. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. 5 Kleeblätter. Jawohl. Also zur Not verkauft man da was. Man bekommt die Steine, die richtig viel wert sind. Es sind Legis drin, es können Uniques drin sein. Wo man jedes Mal auch an der Mand dabei bekommt und so. Also würde ich echt nicht verkaufen. Selbst wenn man ganz dringend Gold braucht. Ja, das heißt wieder Road to Gold farmen ein bisschen. Das wird in nächster Zeit anstehen. Sprich, sämtliche Legis und sämtliche, jawohl, nochmal 25, sämtliche Legis und sämtliche Items werde ich alle direkt für Silber und Gold verkaufen. Das heißt, die Glyphen, da wird sich nichts tun. In den nächsten Tagen nochmal 25, sehr schön. Es könnte als Checkpot auch ein 1000er-Stack dabei sein an Gold. Dieses Glück werde ich nun wahrscheinlich nicht haben. 500 an der Mand, na gut, bei 200 Sätzen ist das nicht so viel. Rote sind auch gut, immer für Balor. 250, damn, dieser Gewinn bei 200 Einsatz. Nochmal, holla die Waldfee, ich werde reich. Es geht ja hier gar nicht mehr weg. Und nochmal, der das liest, heißt Daniel. Ich zumindest schon. Aber wenn das jetzt andere lesen, dann trifft das bestimmt nicht auf alle zu. 50 Gold nochmal. Naja, mir fehlen dann noch mehr als 4000. Das heißt, aber wer weiß, vielleicht ist der Gürtel dann gar nicht so gut, dass man ihn kaufen wird. Denn alle Stats auf dem Testserver sind, wie gesagt, verbuggt. Das ist vollkommener Schwachfug, dieses Item. Momentan, aber alleine nur die Tatsache, dass vielleicht bei der Premium-Händlerin ein Unique-Gürtel kommen wird,
Die Tatsache sagt mir schon, komm Schilling, farm dir mal ein bisschen Gold und in nächster Zeit werde ich dann, wie gesagt, darauf achten, dass ich sämtliche Items verscherble. So, genau. Und nicht einschmelze. So, 10.000 wollte ich mir aber schon aufheben. Nicht, dass ich komplett blank bin, denn wer weiß, vielleicht crafte ich dann mal was und kaufe mir noch so einen geschliffenen oder irgendwie. Deshalb ganz leer mache ich meinen Andermann-Haushalt nicht, aber auf 10.000 runter, dass ich 20.000 wieder mal verbraten habe. So, rote sehe ich auch häufig. Das ist gut. Ich weiß noch so in etwa, wie viel ich überall hatte. Also ich kann schon sagen, was ich da jetzt rausgezogen habe. 25, ja. Könnte auch gerne mal 100, gibt es glaube ich auch. So 100 sein oder häufiger 50 zumindest. Oder mal 1000. Aber das mit dem Gold und nicht den Andermann. Aber Dankeschön, kann wieder weitergehen. Und nochmal 50. Gut. So, 150, ich weiß gar nicht, rechnet sich das? Sind 150 besser für 200 Andermann, als wenn ich sie kaufen würde? Moment, das interessiert mich jetzt. Ich vergesse die Preise immer. 150 für 200. In 1, 2... Wer? Wie bitte? Ich will gerade nicht rechnen. So, aber es dürfte so plus minus 0 sein. Oh, ja, yo, 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 sechstes Kleeblatt. Kleeblatt bleibt Kleeblatt und Blaukraut bleibt Blaukraut. So, in etwa gut. Normaler, das ist auch nicht so schlecht. Ein normaler Edelstein und Offensive. Genau, Offensive möchte ich auch craften demnächst. Das hilft mir dann definitiv weiter hier. 1700 Gold. Naja, könnte besser sein. Selbst wenn ich jetzt so einen seltenen 1000er Gold Jackpot erhalte, dann bin ich meinem Ziel, oder nicht meinem Ziel, dem allgemeinen Ziel von 6000 Gold noch weit entfernt. Wie heftig ist das denn? Yes, 25 mal wieder. Ah, hätte ich das mal eher gewusst. Bei dem ganzen Farmen hier in dem Raubzug-Event, da hätte ich schon so viel Gold machen können, hätte ich das nicht eingeschmolzen. Naja, so viel Gold wäre es dann auch nicht gewesen. Nochmal 1000. Die wollen nicht, dass ich aufhöre. Das ist gut, aber ich will nicht so häufig die Onyx-Steine sehen. Bitte häufiger Rubine, genau. Oh Mann, und ich sehe schon, ich werde jetzt einen blauen Überschuss haben, sodass ich in den nächsten Tagen nur mit Blau zocken werde. Selbst in den Swordfield Weiden. So, zwei, dreimal noch. Ich möchte nicht dreistellig, vierstellig werden. Ja genau, vierstellig meine ich. Und noch 50 Gold, sehr schön. Noch fünfmal. Meine ich fünfmal. 200 geht sicher nicht aus. Noch ein paar Mal mit 40. Ah, das ist dann wenig. Oh, Seelensteine, stimmt. Und einmal noch. Noch ein Seelenstein. YouTube, hi. Wo ist ein Haifisch? So, mal ganz kurz abchecken. Die Steinchen. Nur zweimal Cyanid ist gut. Denn ich will nicht so viele von denen haben. Dann, Moment, das will ich hier so. Einige Offensive, aber das sieht mehr aus, als es ist, glaube ich. Gut, dann. Rote Sens hatte ich 4500. Ja, sehr schön. Der Stapel war so gut wie leer. Das dürften 6000 gewesen sein. Und blaue 7800 plus ein bisschen was noch dazu. Genau, Dietrich hatte ich 1400. Hast du nicht gesehen? 200 Dietriche. Tränke in etwa 50 und zwei Kleeblätter. Das war auch nicht so verkehrt. Ich meine, noch immer kein Runspeedstein direkt, aber ich nähere mich schön langsam, aber sicher dann doch dem ersten. Gold, nur 1800 ist, hätte ich mir mehr erwartet, so einen Jackpot vielleicht einmal. Oh, so würde ich gerne in der Arena rumlaufen. Wie schön wäre das? Das ist nur wegen der Fee hier. Die gibt nochmal 25 und ich habe 25% geskillt. Na gut. Also, das Ziel ist anvisiert. Ein bisschen mehr farmen in nächster Zeit. Für Gold. Zur Not, ich hätte so in etwa 1500 durch die Würfel, aber wie gesagt, mach das nicht. Es lohnt sich einfach nicht, die zu verkaufen. Da können zu schöne Dinge drin sein. Zu schöne Dinge. Aber, für diese Folge war es das erstmal.
Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, Spielezwerg. Oh.